Jetzt wird's sportlich hier in Köln und zwar auf dem Fühlinger See. Wenn Sie sich heute gefragt haben, warum tausende Menschen dort mit ihren Ruderbooten unterwegs sind, kommt hier jetzt die Auflösung für Sie. Bis Sonntag messen sich die besten Nachwuchsruderer bei den deutschen Juniorenmeisterschaften. Es geht um begehrte Titel und auch ums Ticket für die Junioren-WM im Herbst. Zwei Jungs, die haben da ganz gute Chancen. Das sind Chris und Leon vom Kölner Ruderverein. Und die beiden, die wollen unbedingt gewinnen. Ob's klappt? Über 1200 Sportler aus ganz Deutschland gehen hier in den nächsten Tagen an den Start. In allen Gewichtsklassen von 15 bis 22 Jahren. Hier entscheidet sich, wer Deutschland bei der Juniorenmeisterschaft und bei der WM vertritt. Für die Jungs und Mädels das absolute Saisonhighlight. Auch für Leon und Chris vom Kölner Ruderverein. Da unten fahren sie gerade ins Starterfeld. Die beiden treten im Junioren-Doppelzweier gegen insgesamt 48 Gegner an. Nils Hoffmann, ehemaliger Juniorentrainer, weiß, was die Jungs können. Die sind bisher so immer das schnellste Boot gewesen. Natürlich weiß man nie bei der deutschen Meisterschaft im Finale, was dann da wirklich abgeht. Die Nerven spielen da eine große Rolle. Wir konnten jetzt vorher nicht mit ihnen sprechen, weil sie eben in der Konzentration sind. Was passiert gerade in deren Köpfen? Ja, also die fangen schon an, zwei Stunden vorher richtig in die Konzentrationsphase zu gehen, ziehen sich zurück, suchen ihre Ruhe und sind dann auch für keinen mehr ansprechbar. Seit über einem Jahr trainieren die beiden Leichtgewichte für die Meisterschaft. Sollten sie diesen Vorlauf gewinnen, sind sie automatisch am Samstag im Halbfinale. Aber erstmal müssen sie beim Start gut rauskommen. Alles so festhalten. Das halte ich so lange, bis der Start weg ist und dann weiß der Starter, dass alles okay ist. Die beiden Kölner gelten zwar als Favoriten, aber das Starterfeld ist groß und bei den Leichtgewichten gehen Siege oft ziemlich knapp aus. Da kann lautes Anfeuern der Kölner Ruderkollegen schon mal nicht schaden. Aus dem Weg enden die Kölner kommen, wobei man kaum sehen kann, wer gerade vorne liegt. 1500 Meter können eben ziemlich lang sein. Und während die einen sich entspannen, sind die beiden Jungs gerade einfach nur fertig. Trainerin Wiebke scheint auf jeden Fall zufrieden. Wie war's? Anstrengend. Sehr anstrengend. Zuerst hatte ich die, weil die ganz an der anderen Seite waren, die aus Mechte gar nicht auf dem Schirm so richtig. Und irgendwann meint die Trainerin halbe Länge oder so. Und ich dachte zuerst so, hä, zu wem? Und dann auf einmal so, scheiße, die sind vorne. Und dann am Schluss haben wir noch mal Gas gegeben und dann hat die ganze Zeit Gott sei Dank gereicht. Das Rennen, ja, das war natürlich sehr eng und so, aber im Leichtgewichtsrennen muss man mit sowas rechnen. Da geht es teilweise um einen Schlag, der muss ganz zu Ende gefahren sein und dann entscheidet das auch nur. Hat ja geklappt, war zwar ziemlich knapp, aber das ist am Ende egal. Jetzt bin ich erstmal erleichtert, muss ich sagen, dass es doch zum Sieg gereicht hat. Es sah zwischendurch nicht so aus, aber ich weiß, dass meine Jungs hinten raus im Endspurt doch sehr, sehr stark rudern können. Stimmt. Die beiden sind übrigens auch beim diesjährigen Stadtachter der Kölner Lichter mit dabei. Und wer bei der deutschen Meisterschaft mit so viel Elan ins Ziel fährt, der knackt bestimmt auch die Ruderkonkurrenz bei der kölschen Traditionsregatta. Ja, und wer selber schon mal gerudert ist oder auf einem Rudergerät im Fitnessstudio saß, der weiß, wie sehr die Arme brennen können, so bei 1200 Meter. Und diese Traditionsregatta, die findet übrigens zum 85. Mal statt im Vorfeld der Kölner Lichter am 11. Juli. Ja, den Termin, den sollten Sie sich auf jeden Fall merken oder im Kalender rot anstreichen. Weitere Infos gibt es natürlich auch auf unserer Homepage www.köln.lokalzeit.de.